Aber jetzt habe ich noch eine Sache, die würde ich mir gerne angucken. Und zwar Robin hat ja in Estonia in Rallye den Weltrekord aktuell auf der 17,1 Kilometer Etappe. Und ich würde sehr gerne, weil Robin hat das nämlich als Video aufgenommen, würde mir das gerne mal ansehen. Und das machen wir jetzt mal, Chat. Wie sieht denn der Weltrekord in Estonia auf dieser Etappe aus? Also, 7 Minuten 26. Insane Teddy heißt er. Insane Teddy. Robin fährt das im Dritten. Okay. Okay, Robin lobt hier nicht. Hier auch nicht, okay. Das geht also ohne Lob. Weiten, okay, interessant. Nimmt der das jetzt voll? Boah, was ist da los, Alter? Der Robin muss aber ganz schnell los. Da gibt's zeitig Essen heute. Termine, Termine! Maga, das ist aber auch wirklich, das ohne Scheiß, es macht mich so traurig, dass es nicht so viel Rallye-Content gibt auf YouTube, also von so richtig gestörten Menschen. Robin, das ist ein Gedicht, sich das anzugucken. Ich möchte dir ein ganz großes Lob aussprechen. Es ist wirklich ein Gedicht, das zu sehen. Okay, jetzt geht der Part los, wo es ein bisschen verrückter wird. Aber ich glaube, Robin hat was an den Setups gemacht. Ein bisschen. Weil die Gänge gehen anders rein. Oh, aber passt genau, Junge! Wow! Das Schlimme ist, dass beim Angucken... Also beim Angucken, du die ganzen Ansagen von deinem, von dem Spotter hörst.
So, kommen wir zum spaßigen Teil. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Super spät auf der Bremse. Hoho! Okay, oh, wow! Wow! Okay, das war schnell, das Endspiel. Hoho, what the fuck? Alles klar! Oh, das war aber knapp. LOL, als ob du da volle Kanne rüberhackst ohne Bremsen. What? Na jetzt. Ja, als ob! Oh, hier hast du Zeit verloren. Das geht schneller. Im dritten. Da kannst du noch was rausholen. So, mal, jetzt bin ich hier mal entspannt. Ah, ganz entspannt also. Oh, da hat das Schild ja aber den Arsch gerettet. Okay, du hast gebremst. Warte mal, wie weit bist du gesprungen? Lol, bis da hinten? Der Scheibenwischer. Wow, eine Melodie, Junge. Oh, nice. Das ist so eine Kurve, die erwischt scheinbar. Oh, Mann, Alter, das ist einfach nur ein scheiß Gedicht. Haha, ist so gut, Mann. Alter, das ist auch zero fucks given, Alter. Und meine Damen und Herren, das ist der Weltrekord übrigens auf dieser Strecke. Aber jetzt mal wirklich, Robin, wie lange hast du gebraucht, um diesen Weltrekord aufzustellen? Wahrscheinlich eine ganze Nacht. Also, das ist schon sehr schön anzuschauen. Starke Leistung, Robin. Wow. Holy moly. Lol, du bist sogar mittlerweile eine 7,22 gefahren? Warst du nicht bei 26? Ja, Robin, da sag ich dir, wie es ist, gibt es ein Like, wa? Wie, das Video hat 7 Aufrufe? Also wenn ich nur ansatzweise in die 20er kommen würde, das wäre ja schon geil. Aber da müssen wir die Sprünge mehr committen, glaube ich. Den Hybrid kann man nicht sparen. Der geht raus, wenn der voll ist. Das muss man sich mit den Bremsen einteilen, Noah. Das muss man sich, also der Boost lädt sich immer beim Bremsen auf. Und je weniger du bremst, desto unwahrscheinlicher ist, dass der Boost aufgetankt wird.
Das heißt, du musst viel mit Gänge arbeiten und wenig mit Bremse. Oh, falsche Taste. Damit du das dann, damit der sich quasi voll auflädt, wenn du in enge Kurven fährst. Ja, ist, also der wird nicht vom Gas geben, Darkham. Das hat damit nicht so, wenn der Boost voll ist und du gibst Gas, dann geht er raus. Und gerade in den engen Kurven, also gerade in den engen Kurven ist das, ist dann wirklich die Schnuppe, wann du drauf trittst oder voll gehst, der Boost wird angenommen. Also der Boost ist drin, wenn er drin ist. Und so musst du dir den halt einteilen mit dem Bremsen. Ja, manch, weil manchmal hat er Gas gegeben und der Boost wurde nicht verbraucht. Moment, habe ich das? Habe ich mich verguckt gerade? Ihr meint die, ihr meint das hier an der Seite, ne? Ihr meint das hier. Also das, was du gerade sagst, dass unter dem Threshold zu bleiben, um es nicht zu verbrauchen, ist eigentlich schwachsinnig, weil du willst ja die Leistung haben. Also, ne, was heißt schwachsinnig? Schwachsinnig ist das falsche Wort. Es wäre unklug. Also für sowas ist eigentlich der Boost gedacht. Je weniger du bremst, desto weniger lädt sich der Boost auf. Weil Gas geben tust du so oder so. Also da, wo der Boost gezündet wird, da gibst du so oder so volle Pulle Gas, weil du schnell wieder aus der Kurve raus willst. Deswegen ist das cleverste eigentlich nicht zu bremsen, um den Boost nicht aufzutragen. Und dann kannst du den ja noch einstellen. Ich weiß aber nicht genau, das ist bei der Autoconfig drinne, wann der das Ding reinkickt. Und das kannst du noch einstellen. Aber ich glaube nicht, dass Robin irgendwo... Warte, wir gucken... Also ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Okay, war's. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Deswegen ist dieses Ding auch da, ne? Das Ding ist nur dafür da. Fällt mir gerade auf. Das ist nur dafür da, dass du das machen kannst. Ja, Maga, da gibst du ja sowieso nicht Vollgas. In der Kurve. Das, das Zwischengas hast du ja auch nur gemacht, um das Auto nochmal gerade zu ziehen. Also ja, wenn du unter, okay, wenn du unter dem Threshold bist, dann, dann zündet dir das nicht hier oben. So, aber an der Stelle, das, was hier passiert ist, das wurde doch nur gemacht, um das Auto nochmal kurz zu korrigieren. Weil hier kannst du durch die Kurve kannst du voll durchrollen lassen. Also ja, du hast das bewusst gemacht, das will ich dir nicht absprechen, dass du nicht hier oben drüber gegangen bist, um das Auto noch zu ziehen, von der Bewegung nach hier, dann nach da. Aber normalerweise, wenn du den, wenn du wirklich den Boost drin hast, bist du in Kurven, in zwei- oder drei-Gang-Kurven, wo du sowieso fix wieder rauskommst. Also hier wollte ich gerade sagen, auf der Etappe ist es ja nur wirklich nicht, notwendig, den zu sparen. Weil wenn du ihn hast, brauchst du ihn auch. Hier. Also ja, dann ist es halt das Threshold an der Seite. So, aber weil jetzt mal wirklich, jetzt ist ja wirklich, um das, mein Punkt, den ich gerade machte, den ich beschissen erklärt habe, du wirst nie, also selten, unter diesen Dingen hier bleiben, weil du willst ja immer wieder zurück auf Vollgas gehen. Außer, sagen wir jetzt mal, du hast wirklich, zumindest auf dieser Etappe hier. Das heißt, alles, was hier unten drunter ist, wo du nicht volle Piepe reingehst, verschwendest du ja eigentlich Zeit. Ich fahre da ohne Gas durch, Robin, oben. Das, was du gerade hattest. Also ich drücke nicht nochmal Zwischengas, weil der so rum ist und dann ziehe ich die Handbremse und dann kommt er in die andere Richtung. Aber du bist auch schneller als ich. Davon mal abgesehen. So, aber wann hast du auf dieser Etappe, dass du hier unten drunter bleibst, um den Boost zu sparen? Da ist es doch sinniger, einfach den Boost nicht aufzuladen und nicht zu bremsen, sondern mit dem Getriebe und also mit dem Getriebe und den Drehzahlen zu bremsen. Ja, deswegen ist Robin auch schneller. Also ich kann dir sagen, warum Robin schneller ist, weil der über jeden Sprung mit Vollgas rüberjagt. Ich nicht. Außer jetzt die ganz wilden, wie diese hier. Das holt mich übrigens jedes Mal ab. Ja, bei langsamen Etappen ist das sinnvoll. Da bist du aber auch mehr mit dem Gas noch am Spielen als hier, weil hier musst du ja nicht so viel korrigieren. Also die gerade so Finnland und Estonia sind ja Etappen, wo du mehr eigentlich liftest, wo du mehr liftest und früher in die Kurven lenkst, damit dein Auto einfach durch die Kurve rutscht. Bei anderen Etappen weiß ich nicht, wie das ist. Aber ich rede jetzt halt nur von der hier, ne?
Weil hier zum Beispiel an der Stelle. An der Stelle ist dieser Boost, den er gerade benutzt, eigentlich Verschwendung. Weil er im vierten Gang so hoch geht, dass er gar keine Traktion. Also erstmal rutscht er viel zu weit weg. Was nicht schlimm ist, er ist der Weltrekord, ne? Dahinter sich das angucken und dumm reden kann jeder so. Aber hier ist der Boost beispielsweise völlige Verschwendung. Und die Kurve kannst du theoretisch mit einem bisschen bremsen, ohne Boost aufladen, kannst du nehmen und kommst schneller wieder raus. So, also jetzt, wenn wir jetzt mal überlegen und diese Theorie anwenden des Sparens, wäre es halt sinnvoller gewesen, den Boost bis hier zu sparen. Weil ab hier kriegst du halt wieder richtig Traktion, um dann rauszukommen. So, also hättest du in der Theorie in die Kurve fahren können, später bremsen, also später nochmal anbremsen, um die Karre rumzukriegen, halt nicht doll, um dann den Boost zu haben, um dann rauszukommen. Ich finde das sinniger, als kein Gas zu geben. Weil Vollgas ist halt in, also jetzt zumindest auf diesen Etappen, um das Auto gerade zu halten, viel sinniger. Oder sehe ich das falsch? Eigentlich kannst du auch rechts auf dem Acker ausholen. Das kannst du auch machen, ja. Aber da bist du langsamer, Robin. Das mache ich auch immer, aber da ist der ein bisschen langsamer. Weil auf dem Acker rutscht dir der hintere rechte Reifen die ganze Zeit weg. Okay, siehst du, wieder was gelernt. Wo kann man das denn einstellen, Robin, mit dem Threshold? Wenn man das denn einstellen kann? Wahrscheinlich am Anfang, oder? Ah, okay, bei Boost, okay.